So, da bin ich wieder. Gestern haben wir ja die Ballons aufgepustet und zusammengeknotet fürs Fortuna Festival. Und heute gucken wir mal, was wir heute so machen müssen. Alles, was noch mit Fortuna Festival zu tun hat, würde ich meinen. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Loretta, oh Gott, ich mach was. Ich darf mich um den Müll kümmern. Ja, super. Aber ich mach das mal zum Start. Ach, als ob es eine Rolle spielen würde, weshalb es so lange gedauert hat. Immerhin hast du am Ende die Ballons bekommen. Habe ich auch hart für gearbeitet. Kannst du ausreiten und die Ballons am Anfang der Parade verteilen? Danke. Ich habe nicht mal ja gesagt, aber... Nee, warte. Ich mache gleich mal den anderen Quest hier mit dem Müll noch. Ich hätte bestimmt nebenbei machen. Genau, mir fällt da etwas ein, Lucy. Wir müssen die Strecke zwischen Mordern und Fort Pinter sauber machen. Jetzt klinge ich vielleicht wie Julie, aber ich habe wirklich einen guten Grund. Ich muss mich um alle Neulinge kümmern, die Jenna zu mir schickt. Spaßig, oder auch nicht. Deswegen kann ich allerdings keinen Müll aufs damit. Kannst du das für mich erledigen? Warum wir nicht tauschen können? Entschuldige, aber wer ist dir die Beste im Reiten? Ich? Nicht. Also von uns beiden bin ich bestimmt besser. Wie viele Champions bleiben was? Siehst du schon mehr? Keine Antwort nötig. Es ist ja schließlich offensichtlich, dass ich die Beste bin. Entschuldigung. Ich bleibe also hier und du kümmerst dich um den Müll. Wer weiß, vielleicht wirst du ja eines Tages eine genauso begnadete Reiterin wie ich sein. Ja, sicher. Die ist auch überhaupt nicht eingebildet, oder? Kann das sein? Ich meine, was? Die fühlt sich bestimmt besser auf, als wäre sie eingebildet. Nö, sicher. Ah, nein, Müll, komm zu mir. Komm zu Mama, kleiner Müllhaufen. Loretta ist sicher zu fein dafür. Da bestimmt der Takor verteilt den ganzen Müll. Bevor hier nämlich, vor dem Update, war hier nämlich noch alles sauber. Ach, guck mal, da stehen schon die ersten an der Strecke, die mich anjubeln. Fifty of the Fame. Müll. Wir sind hier der Mülldienst. Sammeln hier den ganzen Müll auf und verteilen auch dabei noch Ballons, weil wir Spaß dran haben. Und backen. Hallo? Darf ich ja wieder raus? Danke. Müll. Jetzt meinen Ballons. Und einen Müll haben wir noch irgendwo. Fehlt doch ein Müllhaufen. Hab ich den vergessen hier? Hab ich den hier irgendwo vergessen? Wir brauchen da noch einen Müllhaufen. Ich dachte, wir müssen 10 Müll sammeln. Oh, doch nicht. Okay. Guten Tag, Loretta. Wir hätten ja deinen farbenfrohen Start gemacht. Toll, Lucy. Dieses Jahr wird die Parade die beste Parade, die es jemals gab. Da kannst du nur zustimmen, was? Weiß ich nicht, das ist meine erste Parade. Super, alles muss einfach perfekt sein. Ich will, dass alle sehen, wie fantastisch wir Bobcats im Organisieren solcher Dinge sind. Ja. Danke für die Hilfe, Lucy. Ich habe noch viele andere Dinge vorzubereiten. Aber du sprich mit Tan über die Unterstützung bei der Fortuna-Parade. Auch wenn Tan es nicht einsehen will, ist es glasklar, wer von uns beiden die Verantwortung dafür tragen soll. Geh jetzt und sprich mit Tan. Okay, ich sprech mit Tan. Aber ich gehe nicht, ich reite. Tan, komm zu mir. Ich kann dich gar nicht sehen. Na. Ha! Wie, Loretta hat dir gesagt, du sollst bei der Parade helfen. Ja. Hat sie. Als ob ich irgendetwas sauber machen würde. Du, also nichts für ungut. Du bist ja eigentlich ein Teil von uns, Bobcats. Aber Loretta ist nicht für alles hier zuständig. Hallo? Überleg mal. Wenn du uns vergleichst, dann ist es ja wohl klar, wer hier Entscheidungen fällen sollte. Ja, ich weiß, dass ich die Beste von uns dreien bin. Ich meine, Loretta meinte einfach zu mir, ich kümmere mich um die Deko. Du kannst die Sättel und Schuhe polieren, Tan. Und ich meinte dann kannst du aufräumen und ich kann die Kleidung holen. Und dann sagten wir am Ende... zu, aber auch nur, weil ich das entschieden habe. Wenn du hilfst, machst du das, weil ich es sage, okay? Gut,
Warum stehst du da noch rum? Hast du nichts Besseres zu tun? Ich muss mich um die Kleidung kümmern. Du kannst in der Zwischenzeit die Sättel putzen. Also wirklich, als ob das mein Ding wäre. Genau, weil ich so ein Putzteufel bin. Ja, aber ich... Hätte ich aber auch bitte... Wo darf ich denn das machen? Schmutziger Sattel? Sattelreinigungsmittel. Lederfett vielleicht? Was soll ich denn machen? Ah, da hinten. Okay. Ich stehe jetzt mein Pferdchen einfach so hin. Ich lasse mir alle einfach ihre Pferdchen so stehen. Sattel. Und Sattelreinigungsmittel. Ich putze die Luft. Ah, ist okay. Noch ein Sattel. Achso, ich muss ihn jetzt nehmen. Was für eine Aufgabe hier. Die ist so anspruchsvoll. Ist überhaupt nichts für mich. Warum backe ich jetzt hier im Zaun? Muss ich nicht verstehen, oder? Nein, sehr gut. Dann mache ich das auch einfach nicht. Reiten, als ob da noch 5 Bobcats mitreiten. Putzen die anderen ihre Zettel selber? Weil es ist gar kein Unterschied zwischen den sauberen und den dreckigen Zetteln, aber okay. Hast du schon auf mein Pferd aufgepasst, Hans? Danke. Bist du schon fertig? Ja. Wie ist mit der Kleidung dort? Also, das ist super geheim. Ich will nicht, dass der Retter mich für eine Versehen. Oder so. Aber ich habe in diesem Jahr die meiste Kleidung tatsächlich selber gemacht. Was? Du findest nicht, dass es peinlich ist, Kleidung selber zu nähen? Du findest sogar cool, dass ich das kann? Klar ist das cool. Wir reden ja schließlich über mich. Aber genug davon. Wir haben wichtigere Dinge auf dem Plan. Du kannst die Stiefel nehmen und sie putzen, während ich mich um die Kleidung kümmere. Und Lucy, als Bobkömmitglied erwarte ich von dir, dass du die Stiefel polierst, bis sie glänzen. Kriege ich da wenigstens auch ein paar Stiefel? Da nur 5 Bobkits mitreiten. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da nur so wenige mitreiten. Wo ist denn? Also... Oh, Mann, ey. Leute, haut doch mal ab aus meinem Sichtfeld. Merkt ihr nicht, dass ihr mich behindert? So, ich glaube, danach werden wir wieder Schluss machen erstmal. Folgendes kann 2 Minuten kürzer dann mal. Bin ich nicht gewohnt, dass man das Zeug immer selber noch aufnehmen muss. Dicke Stiefel und Schuhcreme. Ho. Das war ehrlich gesagt gute Arbeit, Lucy. Du solltest meine Schuhe in Zukunft öfters polieren. Nein, kannst du vergessen, ne? Als ob ich dir deine Schuhe putze. Wer bin ich denn? So, das war's dann mal wieder mit dieser Folge für heute. Mal gucken, was wir da morgen machen. Und wir sagen, bis morgen dann. Tschüss.